Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Heute möchte ich euch das gerade neu erschienene Produktlinien-Set Robotergrüße zeigen. Das wird beworben als Kinderset. Darüber lässt sich streiten. Ich finde das toll und ich finde, natürlich sind das Motive für Kinder, aber ich kenne genug Erwachsene, die sich über so eine Karte freuen. Ich habe hier mal die Anleitung, also die Produktlinien-Sets, um das kurz mal zu erläutern. Das sind immer diese Kästchen, ne? Die Komplettkästchen. Und darin enthalten ist Papier für 8 Kärtchen. Oder in dem Fall hier sogar 9 Kärtchen, manchmal sind es auch 12 Kärtchen, je nachdem. Dann zusätzlich sind da passende Briefumschläge bei, meistens von außen und innen bedruckt. Das finde ich schon mal total cool. Und dann ist alles darin, um Karten in dieser Art zu gestalten. Will sagen, da ist in dem Falle hier also ein Stempelset drin. Mit den putzigen Robotern, die man sehr schön selber zusammensetzen kann. Also da sind 2 Roboterunterteile, 2 Köpfe, 2 Texte und dann gibt es hier noch Zahnräder. Außerdem dabei 2 Bögen Aufkleber, sodass man auch perfekt schon mit kleinen Kindern arbeiten kann. Naja, und wenn man das selber macht, so wie ich finde es toll, hat man super schnell Karten fertig, weil hier also sehr, sehr schöne Aufkleber auch zusätzlich dabei sind. Also unter anderem dann auch diese Roboterköpfe und Unterteile hier im Zahnradgirlanden, dann Blümchen aus Zahnrädern, hier ein paar Herzen, Fliegen und ach, ihr seht das ja, also das sind 2 dieser Bögen und die Aufkleber sind also bereits ausgestanzt und ihr hebt die ab. Und die sind aus einem sehr festen Material. Also das ist schon mehr eine dünne Pappe. Die sind matt. Also in dem Fall, es gibt natürlich auch Produktsets, da sind das glänzende oder metallische. Die hier sind halt matt. Dabei sind dann 9 schon vorgestanzt. Also es sind jetzt nur noch 6, weil 3 habe ich bereits benutzt. Vorgestanzte Karten oder geprägte. Hier haben wir einmal die Zahnräder. Hier haben wir Linien. Und auf dem letzten Design, da haben wir eine Blumenwiese und Wolken. So, das ist auch ein festerer Karton, also wunderbar geeignet als Kartenbasis. Jetzt haben wir die Aufkleber, jetzt haben wir die Karten, dann haben wir die Umschläge. In dem Fall sind es alle gleich aussehende Umschläge. Innen dunkelblau mit den Zahnrädern, von außen in, ich glaube es ist Babyblau, oder? Ja, in Babyblau gestreift. Und dann total putzig. Kulleraugen, große und kleine, in den 5 Farben, die in dem Set halt vorkommen. Das ist einmal Kürbisgelb, grüner Apfel, Bermuda-Blau, Marineblau und Babyblau. Ja, und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Es ist auch, das sage ich auch noch. Es ist auch ein, ich nenne die Dinger immer Behelfsstempelblöckchen von Stampin' Up dabei. Die sind also etwas dünner, haben keine Griffmulde wie unsere normalen Klötzchen. Von der Größe her sind sie quasi identisch, aber das sind halt die für diese Produktlinien-Sets, die man auch gut mit auf Reise nehmen kann, dann auch nicht so schwer sind, also erfüllen ihren Sinn und Zweck. Die sind natürlich toller, aber damit kann man also auch arbeiten. Und zusätzlich sind dann in dem Falle noch 2 Stampin' Spots dabei. Stampin' Spots sind also unsere Stempelkissen in klein.
Ja, wie groß sind die? 2 mal 2. 2,5 mal 2,5. Ich habe jetzt gerade kein Lineal hier. In dem Falle diesmal Bermuda Blau und Kürbis Gelb. Das heißt für euch, ihr könnt wirklich sofort anfangen und stempeln. Ach so, nein, nein, immer noch nicht. Es gibt dann noch eine Lage Dimensionals. Und das sind wirklich unsere Dimensionals, keine Sparausführungen, dünner, kleiner, sonst was. Es sind wirklich die richtig schön festen Dimensionals, sechseckig. Und dann sind dann auch noch weiße Kärtchen dabei, sodass ihr also auch die Aufleger für die Karten habt. Jetzt habe ich aber alles. Ja. Ich habe 3 Kärtchen gemacht. Also ihr habt die Anleitung und da sind dann 3 vorgegebene Karten. Da wird genau erklärt, wie ihr das zusammensetzen könnt, ne, wo dann nachher die Dimensionals aufgesetzt werden, wie ihr stempelt und wirklich für Anfänger geeignet. Ich finde sie wirklich super, um mitzunehmen oder um mal ganz schnell 9 Karten zu gestalten. Bei den Stempelabdrücken gibt es in dem Fall jetzt tollen Geburtstag und lass uns feiern. Ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt so kindlich, dass man das als Erwachsener oder für Karten für Erwachsene nicht verwenden kann. Also wie gesagt, ich habe beschlossen, ist jetzt mein Lieblingsset aus den Produktlinien. Ich zeige euch gerade mal, also das hier sind die vorgegebenen Sets. Ja? Da haben wir einmal hier diesen grünen Bermuda, oder ist ja nicht grün, aber Bermuda-blauen Hintergrund. Da haben die also die 2 Roboter, einmal als Mädchen, einmal als Junge. Also einmal Schleife hier, einmal Schleife oben in der Frisur und den orangenen in die Mitte gesetzt. Happy Birthday, das ist der englische Stempel dazu. Bei uns halt toller Geburtstag. Dann den zweiten, das ist der Hintergrund mit den Zahnrädern. Das sind die aufgeklebten Roboter, also hier das, die sind selbst gestempelt, das hier sind aufgeklebte, da ist es Let's be friends und bei uns dann lass uns feiern und das dritte, da haben wir einen gestempelten Roboter in der Mitte mit Kugelaugen, die Blümchen aufgesetzt und als Text dann auch nochmal Let's be friends oder lass uns feiern. Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Am meisten Spaß gemacht hat mir die Karte. Da habe ich, das ist diese, in Natura sieht die dann so aus. Ihr habt die Blumenwiese hier oder den Rasen unten in grüner Apfel aufgedruckt, Wolken in Babyblau. Und da habe ich also hier unten erstmal die Aufkleber draufgesetzt, einmal die Blümchen mit den Zahnradköpfen und hier unten dann auch nochmal so ein bisschen dahin geworfen, ein paar einzelne kleine Zahnräder. Der Roboter, das sind auch Aufkleber und das Lass uns feiern, ach seht ihr, das hatte ich euch nicht gezeigt. Das sind nämlich nochmal ausgestanzte oder vorgestanzte Sprechblasen mit einer Umrandung in Marineblau, in Bermuda-Blau oder in Kürbisgelb. Ich habe mich hier für die in Kürbisgelb entschieden und fand jetzt dieses Lass uns feiern einfach aufgestempelt ein bisschen langweilig und habe dann also noch Zahnräder aus dem Stempelset verwendet, dieses Dreier-Set, das ist ein mittleres und 2 kleinere und habe hier immer den zweiten Abdruck benutzt. Ich habe wirklich nichts anderes verwendet als das, was in der Kiste dabei war, außer die Stempelkissen. Ich lasse diese Stampin' Spots immer zu und nehme dann meine normalen großen Stempelkissen. Also dabei ist Bermuda Blau und Kürbisgelb in klein. Und die Farben, die noch dazu gehören, ist dann grüner Apfel und Marine Blau. Ne? Die sind hier bei den Aufklebern dabei. Und ich habe also diese
kleinen Zahnräder in grüner Apfel gestempelt und habe auch immer nur den zweiten Abdruck verwendet, sodass also meine Sprechblase dann nicht so weiß war. Ja, das war natürlich ratzfatz erledigt. Ich finde es niedlich. Dann habe ich weiter versucht mit dem Bermuda blauen Kartenrohling. Der ist dünn gestreift. Da habe ich erstmal hier von dieser Bordüre, diese Zahnräder, die alle aneinander hängen, an den Rand ein Stück geklebt und auch hier nochmal auf den Kartenrohling das bestempelte Blatt ist nachher mit Dimensionals aufgesetzt. Dann habe ich hier unten, das ist auch auf der Platte hier drauf bei den Aufklebern, diese kleinen Blöcke mit den Pünktchen. Gedacht ist das, glaube ich, um das nochmal den Robotern hier vorne auf den Bauch quasi zu kleben. Da kann man auswählen, hier mit diesen Herzchen könnte man kleben oder halt diese Blöckchen. Ich habe die hier unten quasi als kleines Podest angeordnet, habe dann den Roboterkörper in Marineblau aufgestempelt, den Kopf in Kürbisgelb, habe mir dann wieder von den Aufklebern dieses Schild hier mit den drei Herzchen genommen, habe ihm den hier auf den Bauch oder Brust geklebt, die kleine Schleife dazu, natürlich diese coolen Kulleraugen. Da habe ich in dem Fall die Marineblauen genommen und weil der ja relativ groß ist, habe ich dem auch die großen Augen aufgesetzt. Ja, hier neben in Apfelgrün drei Zahnräder gestempelt und dann dazu diese Sternchen hier im Kreis geklebt, damit das nochmal ein bisschen von der Höhe einen Unterschied gibt und auch von der Farbkombi schön wurde. Bei der Sprechblase bin ich genauso vorgegangen wie eben und habe in den Hintergrund wieder die Zahnräder, zweiter Abdruck, gestempelt und darüber dann den tollen Geburtstag. So. War ich auch ratzfatz fertig. Zweite Karte. Und dann habe ich die dritte Karte, die habe ich jetzt auch mal hochkant gestempelt. Ich mag ja eigentlich lieber Hochkantkarten, aber weiß auch nicht, also im Hintergrund, dass die Karte mit den ganz zarten Zahnrädern, darauf dann halt den Kartenaufleger, ne, den ich bestempelt und beklebt habe, in dem Fall die bunte Bordüre an den Rand gesetzt, die habe ich auch überstehen lassen, also ich habe die komplette Länge wirklich verwendet, da die jetzt auf den Dimensionals sind durch den Kartenaufleger, klebt das hier auch nicht fest. Zur Not könnte man das aber auch abpudern, damit die nicht mehr selber kleben. Und dann habe ich in den Hintergrund drei Roboter gestempelt mit den rechteckigen Köpfchen hier. Auch wieder zweiter Abdruck. Ich wollte eigentlich die Karte nur ein bisschen bevölkern, damit das nicht so weiß, so steril weiß ist. Dann habe ich die beiden hier aufgeklebt. Das sind wieder die Aufkleber. Habe die auch wieder ein bisschen dekoriert. Hier auch wieder die lustigen Augen. Ein großes in Kürbisgelb, ein kleines in Bermuda. Und fand das dann hier in dem Bereich zu weiß. Und der Kopf in dem zweiten Abdruck hier von dem Roboter, das wirkte auch nicht so schön. Deshalb habe ich dann einfach gedacht, ach, klebst du halt noch einen zusätzlichen Kopf auf. Das ging. Da sieht man jetzt zwar an der Seite nochmal diese Kringel. Das waren die, ich vermute mal, die Ohren. Vielleicht heißt das bei einem Roboter auch anders. Egal. Und dann habe ich wieder als Sprechblase hier den tollen Geburtstag aufgesetzt auf Dimensionals. Diesmal auch nicht nochmal zusätzlich den Hintergrund bestempelt. Ich fand, das war jetzt schon durch die bunte Reihe hier ja genug, bunt genug. Und habe also den Hintergrund hier weiß gelassen. Dann habe ich das Ganze ein bisschen schräg auf der Karte angeordnet.
und war dann auch mit der Kartenkarte fertig. So, jetzt habe ich ja noch Karten hier übrig, also ne, sind 9 Stück. 6 sind jetzt noch übrig. Ich habe noch, in Aachen sagt man Hömmele, also sehr viel Material, um noch diverse Karten fertig zu machen. Ihr seht, obwohl ich recht viel mit den Aufklebern gearbeitet habe, habe ich also auch da noch viel von übrig. Von den Sprechblasen gibt es noch einen zweiten Bogen, genau wie die Aufkleber, 2 Bögen. Ja, und die Karten sind also auch noch da. Ich wollte euch das jetzt so zeigen mit dem Material, was tatsächlich dabei ist. Wenn ich das für mich jetzt aufbrauchen würde oder ne, benutzen würde, tatsächlich würde ich mir ein bisschen Farbkarton dazu nehmen und würde die Aufleger matten. Also da dann, weiß ich nicht, in dem Fall die Matte vielleicht aus Apfelgrün, 2 mm an der Seite, also insgesamt 4 oder 5 mm breiter als der Aufleger, also und auch dann in der Höhe genauso, und hinterlegen, sodass das einen kleinen Rand hier noch zusätzlich bekommt. Ich finde, das Weiß ist ein bisschen, ja, zu weiß, sagen wir es mal so. Und das Gleiche würde ich halt hier auch machen. Ich finde diese sehr, sehr helle Grundkarte und dann der weiße Aufleger, das finde ich zu wenig Kontrast. Aber das ist also schon eine fortgeschrittenere Stufe. Hier das finde ich mit den Aufdrucken richtig niedlich, mit den Wolken und der Wiese, die Blümchen. Also diese sogenannte Kinderkiste, die ist richtig schön, die ist natürlich super, um mit Kindern zu arbeiten, weil sich da ratzfatz was machen lässt, da kann man nichts falsch machen. Zur Not lassen sich übrigens diese Aufkleber relativ gut auch nochmal ablösen, ohne dass sie verknicken oder reißen, weil sie recht fest sind. Also wenn ein Kind sich wirklich verklebt hat, dann muss das nicht in Heulen oder Weinen ausarten, sondern man zieht es einfach wieder runter, ein bisschen vorsichtig, aber meistens ist ja ein Erwachsener dabei und das klappt super schnell gemacht. Ich finde die Motive richtig knuffig und also meine Bekannten und Freunde, die dürfen sich also jetzt darauf einstellen, es gibt in der nächsten Zeit zu Geburtstagen Roboterkarten und das geht für Mädels und für Jungs soll mir keiner kommen und sagen, das ist kein Motiv für Mädchen. Jawohl, um es mal deutlich gesagt zu haben. Guckt es euch mal in Ruhe an. Ich würde mich super freuen, wenn ich euch auf den Geschmack gebracht hätte. Und es gibt noch ein weiteres neues Produktlinien-Set. Das habe ich auch hier liegen. Das zeige ich euch dann mal in einem weiteren Video. Aber dieses hier musste direkt gemacht werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten immer wieder Mittwochs, der Challenge für den guten Zweck. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. I am in control.